Für mich ist es so, dass Singen und Musik machen eigentlich ein Grundrecht ist. Und ich finde, durch Prima Canta wird nochmal deutlich, wie wichtig das ist. Es geht nicht darum, Sängertalente zu finden. Aber wenn das Ziel ist, dass jedes Kind sich getraut zu singen und Lust dazu hat, dann ist schon viel erreicht. Jedes Kind bekommt seine Stimme. Meine Erfahrung ist, dass Kinder, die Prima Canta im Unterricht mitgemacht haben, selbstbewusster in den Tag gehen. Dass die singend rausgehen aus dem Musikunterricht, das kommt tatsächlich oder kam tatsächlich oft auch vor. Nichts ist motivierender als das Erlebnis, etwas zu können und dass etwas gelingt. Es ist diese Sensibilisierung, die nur Kunst oder ästhetische Bildung schaffen kann. Prima Canta ist ein Projekt, das ursprünglich ja hier in Frankfurt angesiedelt war und das konzipiert ist als ein Fortbildungsprojekt für Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule. Der Grundgedanke war damals schon geboren, nämlich man muss nicht die Kinder erziehen, sondern man muss die Lehrer qualifizieren, damit sie mit den Kindern arbeiten können. Das, was man eigentlich von den Kindern erwartet, dass jetzt eine Persönlichkeitsentwicklung oder eine Suche nach Stärken stattfindet, das passiert auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, die sich plötzlich neu entdecken und Lust am Experimentieren haben. Das Neue an diesem Projekt ist, dass wir eine landesweite Fortbildungsveranstaltung konzipiert haben. Es geht um ein musikpädagogisches Konzept und das ist für uns ganz wichtig, weil es eben über 2 Jahre geht. Alle Lehrer haben die Möglichkeit, dieses Konzept zu erlernen und es dann in ihrem Schulalltag anzuwenden. Ich erkenne eine große Begeisterung und ein großes Interesse, hessenweit an solchen Programmen teilzunehmen. Und wir haben am Schluss des Ganzen eine Zertifizierungsphase, wo die Teilnehmer ein Zertifikat vom Kultusministerium in Hessen bekommen. Hier ist es gelungen, das Projekt zu verstetigen und diese Idee nachhaltig im System zu verankern. Und damit würde ich auch sagen, ist es gelungen, was zu verändern. Und das ist sozusagen das Höchste, was man eigentlich erreichen kann, wenn man sich auf den Weg mit solchen Vorhaben begibt. Für viele ist es noch gar nicht so bekannt, wie das überhaupt geht mit dem Singen. Und ich denke, nach einem Jahr hat sich schon so ein bisschen Selbstverständlichkeit entwickelt. So, es geht los! Prima Canta, Prima Canta, oh yeah! Prima Canta! Ich finde das super, ja, dass da die Kinder an solchem Programm teilnehmen. Hier auf dem Römerberg sind wir jetzt schon das 8. Mal und mit so vielen Kindern, die richtig toll singen, das macht einfach Spaß. Prima Canta hat sie so gemacht. Nein, hast du es vergessen? Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.